Ja, moin moin meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, heute begrüße ich euch für eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Millennium Duels auf der Xbox 360. Und ja, Esther Phoenix ist heute unser Gegner mit seinem Schicksalshelden-Deck. Wir lassen uns mal überraschen, ist auf jeden Fall ein sehr geiles Deck, was er hat. Und wir haben zuletzt mit unserem Burner-Deck gespielt, mit was spielen wir denn heute mal? Es würde sich ja rein theoretisch eigentlich das Neo-Weltraum-Deck anbieten. Aber Neo-Weltraum, ich glaube mal, er hatte dann noch ein Elementar-Helden-Deck, wo er gegen das Schicksalshelden-Deck gespielt hat, also Jaden, in der Anime-Serie. Und er hatte noch kein Neo-Weltraum-Deck. Deswegen nehmen wir unser notisches Deck. Nehmen wir heute ganz einfach. Gucken mal, was wir denn so damit reißen können. Ich habe ja schon das ein oder andere Spiel gespielt, zwar jetzt nicht mit dem Deck. Ich musste mich erstmal wieder einspielen. Ich habe das letzte Mal zwar wieder eine kleine Aufnahmesession gehabt, wo jetzt die letzten Parts entstanden sind, auf Deutsch gesagt. Und ja, jetzt habe ich wieder ein paar Tage nicht gespielt, da ich derzeit nur auf der Xbox One bin derzeit. Das ist alles gerade derzeit richtig krass bei mir. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was denn überhaupt war, wie, wo, was, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir spielen erstmal die und beenden erstmal. Ich möchte nämlich, dass er Monster spielt, die ich dann mit meinem schwarzen Loch zerstören kann. Oha, okay. Ist schon mal sehr schön, dass er gleich mal eine Fusion raushaut. Bin mal gespannt, wen er jetzt wieder fusioniert hier. Oha. Oha, was ist das denn für einer? Elemental. Okay. Aha. Noch ein Prisma. Okay. Er darf noch nicht angreifen. Okay, die werden wir auf jeden Fall auch kleiner klatschen. Dein Gegner kann keine nordischen Monster als Angriffsziel wählen, außer. Okay, die war so. Wenn diese Karte als normal beschworen wird, du kannst ein offenes Monster wählen, das du konntest, außer diese Karte beschwöre ein nordisches Monster oder Stufe kleiner oder gleich. Okay, also wird es sich ja doch lohnen. Aber weder ein offenes Asen oder nordisches Monster, das du kontrollierst, entferne es aus dem Ja, um eine Karte auf dem Spielfeld zu wählen, zerstört das gewählte Ziel während deine. Achso. Wäre natürlich auch nochmal. Komm. Ich möchte nochmal eine Runde. Ich lasse es heute mal langsam angehen. Ganz der Musik gerade im Hintergrund. Ganz chillig und alles. Diamond Dot. Okay. Haha. Ja, ja, der greift ruhig an. Er ist stärker geworden, aha. Ey, bestimmt weil jetzt, ja, ich habe keine Ahnung, weshalb er stärker geworden ist. So, okay. Jetzt lese ich erstmal schnell. Für jedes Nutzer. Ach, Friedhof. Achso. So, ne, dann wollen wir die auch mal auf den Friedhof schicken. Mal so sagen, komm, jetzt schwimmen wir den. Und dann greifen. Dein Gegner kann kein nordische Monster als Angriffsziel wählen, außer nordische. Falls ihr andere offenes nordische Monster auf dem Spielfeld sind, zerstören diese Karte. What the fuck, Alter. Okay, damit hat er mich natürlich jetzt gekriegt. Oder besser gesagt, ich habe mich selbst gekriegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Und jetzt kommt hier Wunderfusion, oder? Wunderfusion, ich wusste. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja? Nochmal der, okay. Nochmal der. Das ist aber nicht nett, was der hier macht. Okay, er spielt kein weiteres Wasser. Okay, dann spielen wir den. Es ist natürlich jetzt so eine Sache, Leute. Komm, ich mach das jetzt einfach. Ich habe ja eigentlich gar keine andere große Wahl, als jetzt seinen Monster zu zerstören, weil sonst war es das ja für mich. Und mehr kann ich nicht machen. Und wenn er jetzt ein gutes Monster zieht, dann war es das für mich. Dann habe ich mich selber mit meinem eigenen Spezialeffekt gegeben. Okay, er kann gar nichts machen. Boah. Spitz, spitz.
Ja, können wir eigentlich auch machen. Komm, mach mal auf. So, okay. Jetzt greifen wir mal an. Meine Monster sind natürlich auch noch nicht so allzu stark. Also er hat auf jeden Fall noch eine Chance zu gewinnen. So, jetzt hab ich den wieder. Passt. Okay, passt auch. Das ist natürlich jetzt auch geil. Okay. Passt. Selbstverständlich möchte ich ihn aktivieren. Und ich möchte jetzt ihn nehmen hier. So, da müssen wir jetzt. Tum, pum, 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 pum. Also, warte mal, ich muss mal schnell gucken. Ich möchte einen ganz besonderen beschwören. Den könnte ich natürlich auch machen. Mit Stufe 8er. Habe ich auch eine Stufe 5er. Notfalls nochmal. 7? 5, passt. Hammer geil. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Dann machen wir den hier. Und dann machen wir noch einen 5er. Kann ja nämlich dann keine Spezialbeschwörung mehr machen. Wenn ich jetzt. Ne, warte mal, das war, wenn ich jetzt ein gegnerisches Monster zerstöre, oder? Du Monster deines Gegners durch Kraft zerstöre. Ja, ah, naja, egal. Na komm, dann machen wir uns den. So, da muss er jetzt erstmal wieder dran vorbeikommen. 2800 Punkte. Ist eigentlich sehr, sehr stark, würde ich mal so behaupten. So, bam. Musik passt gerade, wie jetzt das Duell rumgerissen wird. So, und wenn er jetzt nichts macht, war es das in der nächsten Runde für ihn. Dass er natürlich auch keine irgendwelche verdeckten Karten spielt. Finde ich auch merkwürdig. Oha. Come on. Jetzt probiere ich mal was aus, Leute. Jetzt probiere ich mal was aus. Ich rufe jetzt ganz einfach. Ja. Ne, den. Nehmen wir den. So. Achso, okay. Ich wollte eigentlich ihn jetzt noch aktivieren und wollte meine Karte und seine Karte setzen. Aber ja, wir haben gewonnen, Leute. Tun wir mit uns in Blutrot den Klüngenköpfer angreifen und haben gewonnen. Very nice, finde ich das. Hammergeil. So, Erster, das war's leider für dich. War eigentlich ein... Ja, Erster anscheinend irgendwie immer nur die gleiche Karte. Ich hätte mehr erwartet, sagen wir mal so. Night Road ist unser nächster Gegner. Er soll sehr stark sein. Ich dachte mir, hätte mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass das der stärkste Gegner im Profimodus sein soll. Da bin ich mal gespannt. Wir werden es morgen herausfinden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und schaltet auch morgen wieder ein. Und dann sage ich, haut rein und du liebst zum nächsten Mal.